Hallo, liebe Filmfreunde, hier ist euer 4Heath80 mit einer weiteren Ausgabe von 4Heath schaut an. Und in der letzten Ausgabe ging es hier um den Film Audition, ein Film von Takashi Miike oder Miike. Und wie mir dieser Film gefallen hat und ob er wirklich der schockierendste Film ist aller Zeiten, da best mal das Video angucken. Und jetzt habe ich direkt Lust bekommen, noch einen weiteren Takashi Miike Film anzugucken, nämlich Ichi the Killer aus dem Jahre 2001. Und ich habe diesen Film schon lange nicht mehr gesehen und dachte mir, okay, komm, das passt doch jetzt perfekt mit in diese Playlist mit rein. Seinem wochenschen Anvideo und dann denke ich, okay, komm, dazu mache ich auch mal so ein Video noch und mal gucken, wie mir dieser Film jetzt gefällt. Lange nicht mehr gesehen, ich habe ihn schon mal gesehen, aber ich kann mich nur noch vage an diesen Film erinnern. Und ja, würde mal sagen, wir starten direkt mal durch hier, wir können wir mitgucken, oben über das Mediabook zu dem Film. Und wie immer gibt es auch zum Frühstück für mich dann mein leckeres Dindi-Brot, selbst gebacken mit Hähnchenbrust, Hüttenkäse, Tomaten und Spiegelei drauf, ohne Fett gebacken und dann noch zum Knuspern, wie immer auch schon wie bei Audition, auch ein paar Äpfelchen und noch ein bisschen was zum Trinken auch noch mit dabei in meiner Air-Up-Flasche und damit können wir jetzt hier schon mal gut durchstarten. Das Menü schaut sehr ansprechend nicht aus. Hier steht bloß ein Film starten und das werden wir jetzt mal tun. Der Film geht 129 Minuten in der ungekürzten Fassung und ich bin schon mal sehr gespannt, wie mir dieser Film gefallen hat. Also viel Spaß mit dem Film und dann danach meine persönliche Meinung über das Booklet und auch über den Film an sich. Also Film ab. Thank you.
Ja, liebe Filmfreunde, das von Itchy the Killer. Was für ein Film. Leck mich am Arsch. Also der hat es noch ein bisschen auf die Spitze getrieben im Gegensatz zu Audition. Also der ist schon wirklich absolut krank von den ganzen Charakteren her, als auch von der Story. Und ja, ist auf jeden Fall ein sehr amüsanter Film. Mit sehr vielen Gewaltspitzen. So, wir werden das Mediabook durchlesen und dann gibt es noch meine persönliche Meinung zu Itchy the Killer. Bis gleich. Ja, liebe Filmfreunde, der zweite Takashi Mike Film ist nun vorbei. Itchy the Killer. Wow, was für ein Brett von Film. Hat wirklich ganz schön in sich und ich kann schon mal sagen, dieser Film ist auf jeden Fall nicht für die breite Masse bestimmt, sondern wirklich nur für die Hardcore-Gorehound-Fans ist dieser Film auf jeden Fall ein Spektakel wert. Für alle anderen werden wir einen großen Bogen rummachen, denn wir sehen hier wirklich explizite Gewalt, Vergewaltigung, Sodomie und natürlich noch viel, viel mehr als nur eine ganz entspannte Story. Dieser Film haut wirklich komplett ein um. Persönlich für mich hat wirklich einige drastische Foltermethoden mit dabei, die wirklich auch ohne die Haut gehen, ja, ohne die Haut oder auch auf die Haut gehen. In der einen Szene, da hat es mir auch ein bisschen geschüttelt, aber ihr wisst, ich stehe auf so einen kranken Scheiß und von daher ist der Film jetzt für mich natürlich jetzt nicht so ganz so schlimm gewesen für jetzt Normalverbraucher. Ich schaue auch normale Filme, man wüsste ja auch, aber ich mag eben auch gerne diese ganzen kranken Filme, wie zum Beispiel Serbien-Film oder auch Human Centipede 2. Bin ich auch immer gerne dabei, gucke ich auch immer ganz gerne mal an. Und auch dieser Film geht nämlich auch schon in die Sparte hier an, in den etwas härteren Kost von Filmen. Der Film kam im Jahre 2001 heraus und geht 129 Minuten. Für meinen Geschmack geht der Film ein bisschen mehr zu lange, hätte ruhig 20 Minuten kürzer sein können, denn auch er hat auf jeden Fall auch ein paar Längen zu bieten. Der Film ist ab 18 Jahren freigegeben in der gekürzten Fassung und natürlich in der ungeprüften Fassung, wie hier vorliegt, ist er natürlich nicht mehr erhältlich und ist auch nicht mehr im Handel zu finden. Regie führte hier, wie schon erwähnt, der Takashi Miike, der auch schon Audition gemacht hat oder auch Dead or Alive. Und da muss ich auch sagen, Dead or Alive klingt auch schon mal sehr, sehr interessant. Da gibt es auch einen kleinen Beitrag auch in diesem Mediabook und hat mir, wie wir schon mal jetzt doch ja, ein bisschen Interesse geweckt an diesem Film. Wenn ich ihn mal herbekomme, werde ich mir auch hier mal angucken, denn auch dieser Film klingt schon mal sehr, sehr interessant. Ja, okay, in Hauptrollen haben wir hier drei wichtige Darsteller, die natürlich wieder hier japanischer Herkunft sind, denn der Film ist ja auch in Japan gedreht worden und von daher könnte es wieder problematisch sein mit meiner japanischen Aussprache. Einmal haben wir hier den Nao Omori, ist der Itchy, the Killer, hat auch mitgespielt bei Outrage Coder. Und dann der Tadanobu Asano ist der Kakihara, hat auch Bekanntheitsgrad entwickelt bei Thor 1 bis 3, sowie auch bei Battleship ist man dabei, 47 Ronin und auch Midway für die Freiheit von Roland Emmerich. Und noch Shinya Tsukamoto ist der Chichi und ihn kennen wir ebenfalls aus Dead or Alive 2 sowie auch aus dem Film Haze. Also ihr seht hier schon ein paar Darsteller mit dabei, aber wie gesagt, für uns in dem westlichen Bereich sind die eigentlich eher unbekannt. Bis natürlich auch hier den Kakahiga, der Darsteller, den können wir auf jeden Fall auch in Tor 1 bis 3 auch mal erkennen. So, um was geht es eigentlich nun bei Itchy the Killer? Ja, der psychisch labile und introvertierte Itchy wird von einem Mann namens Chichi manipuliert und als blutrünstiger Killer missbraucht. Als Itchy einen Yakuza-Boss namens Anjo ermordet und dessen Handlanger Takahira herausfinden will, wer eben den Boss getötet hat, geht die Spur langsam zu Itchy über und er bekommt eine Besessenheit von Itchy, denn auch er ist auf jeden Fall sadomistisch veranlagt und möchte gerne herausfinden, was denn Itchy alles noch so kann, dieses Monster, der wirklich alle die niedermetzelt und er hofft eigentlich, dass auch er von Itchy auch seine Angst findet und ihn auch ermorden kann dann. So wie schon mal zur Geschichte von Itchy the Killer, klingt recht interessant, ist es aber auch nicht so ganz wirklich gut umgesetzt, ganz ehrlich. Er hat auf jeden Fall wirklich einige Längen,
Und ja, kommen wir erst noch zum Buchanteil von dem Medebook. Geschrieben wurde es von Nando Rona. Wir haben circa eine Lesezeit von ca. 20 Minuten und inhaltlich von dem Buch haben wir auf jeden Fall hier einmal eine Takashi Miike Biografie, eine kleine. Dann die Hauptmerkmale, die einen Takashi Miike Film eben ausmachen, sind genau drei Stück, die auch hier gut beschrieben werden und fast bei jedem Film auch hier zutreffen. Und dann natürlich auch gibt es auch hier die Hollywood-Fans und auch der Versuch, Takashi Miike auch hier in Hollywood Fuß zu fassen. Ob es geklappt hat, auch das erfährt man auch in diesem Mediabook. Und dann gibt es noch ein paar Interviews vom Regisseur Simon Rumley und auch dem Buchautor Steve Chainley über Miikes Werdegang. Auf jeden Fall auch hier recht interessant. Und noch zum Schluss, auf den letzten paar Seiten, gibt es noch ein paar Zitate von Takashi Miike persönlich, wie er eben selbst seinen Film entsteht. Auf jeden Fall, das Buch ist schon mal sehr interessant zu lesen, ist auch recht kurz zu lesen, also auch hier mal ein bisschen durchblenden, auch ein bisschen auch mal sich weiterbilden. Wissenswertes über diesen Film gibt es leider nicht sehr viel, aber ein bisschen was habe ich herausgefunden. Dieser Film ist auch eine Verfilmung des Mangas von Hideo Yamamoto, der auch den gleichen Namen trägt, Ichi is the Killer. Und der Film feierte seine Weltpremiere auf dem Toronto International Film Festival 2001 am 14. September 2001. Er wurde dann am 22. Dezember 2001 in Japan veröffentlicht und als Werbegag wurde dem Publikum schon mal Kotztüten ausgeteilt, um den Film ein bisschen schmackhaft zu machen. Ja, natürlich gibt es weltweit verschiedene Fassungen, auch natürlich gekürzte Fassungen und die belaufen sich von 3 bis 17 Minuten gekürzte Fassungen hier und in Deutschland hat eben die gekürzte Fassung eine Laufzeit von weniger von 13 Minuten bekommen, also der Film wurde um 13 Minuten gekürzt. So viel schon mal ein bisschen Wissenswertes über Ichi the Killer und jetzt kommen wir noch zu meiner persönlichen Meinung von Ichi. Ja, zur Story. Die Story ist natürlich jetzt eher nichts Bahnbrechendes, wird auch recht in die Länge gezogen am Anfang, aber wir werden auch hier immer wieder gern ein bisschen mit auf die Folter gespannt oder auch die Folter bekommen zu sehen. Hier die wirklich sehr drastische Gewaltspitzen auch in dem Film auch enthält. Und auch vor allem das Ende auch wieder offen ist und man wieder selbst interpretieren kann, wie nun der Film ausgehen könnte. Jetzt zwar nicht ganz so schlimm wie jetzt bei Audition, aber auch hier haben wir ein offenes Ende, was auch einem ein bisschen die Fragezeichen raushaut. Denn irgendwie ist dann doch irgendwie noch ein Zusammenhang, fehlt auf jeden Fall noch zum Schluss, was da wirklich noch passiert ist. Auch dieser Film hat einige frauenfeindliche Szenen in dem Film, aber wie ich schon bei Audition gesagt habe, ist eine andere Kultur Japan, die Mächte bzw. die Frauen nicht so hoch anrechnen wie die westliche Kultur. Und das wird in diesem Film auch sehr drastisch gezeigt. Und auch das kann schon einigen anderen schon mal aufstoßen. Mir persönlich hat es jetzt nicht gestört, aber wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht so der Gender-Freund, dass jeder so machen kann, was er möchte. Kommen wir mal noch zu den Charakterien und hier muss man wirklich sagen, der komplette Film ist völlig überdreht. Der komplette Film wirkt eigentlich wirklich wie eine Comic-Adaption, ist ja auch eine Comic-Verfilmung, eine Manga-Verfilmung und hier wirken durch die kompletten Charaktere alle extrem überdreht, überspitzt dargestellt, als auch natürlich die Hauptdarsteller hier wirken auch wie Comic-Figuren, sei es jetzt eben hier der sadomistische, angehauchte Kakahiga, der natürlich auch hier absolut krank daherkommt und auch von seinem Vorgehen auch losgeht und aber sehr gut vom Schauspieler umgesetzt wurde. Der ganze Charakter wirkt eigentlich als Comicfigur und genauso wie Ichi is a Killer, man erwartet eigentlich was ganz anderes, eben ein Held, aber dieser Held ist eigentlich kein Held, eigentlich ist es eine komplette Heulsuse, der eigentlich nichts zustande bringt, eigentlich auch sehr introvertiert ist, der nicht eigentlich viel machen kann, aber die Manipulation wirkt eben dann als Monster, der auch wirklich jeden hinrichtet, der ihm gesagt bekommt, auch das wird sehr gut dargestellt, auch eben, sei es eben hier die Heulsuse, als auch eben dieses Monster, das er immer wird. Auch das natürlich sehr gut gemacht, aber auch er wirkt auch hier wie so ein Comic-Held mit Rüstung und mit einer Nummer 1 hin drauf und natürlich seinen messerscharfen Schuhen, die er anhat und eben dann auch dann dabei auch dann die ganzen Menschen oder seine Widersacher auch dann halbiert, auch ein bisschen überspitzt dargestellt.
Die Synchronstimme von einem Darsteller von den Yakuza ist auch die Synchronstimme von Sid Haig gewesen, den man auch von The Devil Rejects kennt. Ich liebe diese Stimme von ihm und von daher haben wir wirklich auch einige gute Synchronstimmen dabei. Muss aber dazu auch mal sagen, die Synchronfassung ist jetzt nicht ganz so gut geworden. Einige Stellen bei dem Film wirken auch so, als ob noch weiter gesprochen wird, aber nicht mehr nachsynchronisiert wurde. So, kommen wir noch zu den Kulissen und zu den Szenen. Ja, natürlich, die Kulissen wurden jetzt hier natürlich auch wieder, wie auch schon bei Audition, denke ich mal, auch hier wieder real gedreht in realen Restaurants, Wohnungen und natürlich auch in Tokio direkt selbst. So schaut es zumindest auch aus. Wirkt alles nicht ganz so professionell. Auch wirklich einige, viele Wackelkameras mit dabei. Aber denke ich mal, ist auch bei diesem Film auch so gewollt gewesen. Aber der ganze Stil zu diesem, von der Szenenaufführung und von der Kameraführung auch, passt auch sehr gut zu dem Film. Dafür aber auch einige Szenen auch wirklich sehr stark in Szene gesetzt worden, wie zum Beispiel eine Spiegelung im Spiegel von eben den Charakteren hier auch, die man auch von der Ferne auch sieht. Und ja, der Soundtrack wirkt bei diesem Film extrem nervig an manchen Stellen, denn okay, bitte, man hätte auch diesen Soundtrack ausschalten können, denn das wirkt schon manchmal etwas aufgesetzt, genauso wie auch die ja, nachgemachte, zumindest die Soundkulissen oder Soundgeräusche dazu führen, auch wie zum Beispiel irgendwelche Spritze auf dem Boden auch oder die Schmatzen, wirken manchmal nicht so ganz real in den Film eingepasst und wirken eigentlich eher befremdlich oder auch eher aufgesetzt zu dem Film, was nicht so ganz zu dem Film auch passt, aber wie auch hier zu der ganzen Schnittart ist auch noch okay. Kommen wir jetzt zu dem Hauptaugenmerk von diesem Film, natürlich hier die Gewalt in diesem Film und hier wird man auf jeden Fall als Gorehound-Fan nicht vernachlässigt. Hier gibt es wirklich viele, viele Gewaltspitzen und vor allem auch wirklich einige böse Foltermethoden, die hier wirklich echt unter die Haut gehen. Sei jetzt eben hier, dass eine Zunge abgestellt wird, auch das hier mal komplett frontal hier, wie es abgestellt wird, auch das schaut wirklich sehr, sehr stark aus und auch wirklich extrem realistisch gemacht. Aber natürlich auch einige ja, Gewaltspitzen, die so überspitzt und auch absurd dargestellt werden, dass sie da komplett unrealistisch wirken. Aber ganz ehrlich, das macht diesen Film auch irgendwie aus, denn das ist auch das, was mir auch sehr unterhalten hat bei diesem Film. Und ich habe mir schon wieder gefreut auf die nächste Gewaltspitze, sei es die Nadel bei den Foltermethoden, als auch Frittierfett wurde benutzt. Ja, das war schon wirklich hart. Aber auch ein paar Gedärme fliegen rum. Das meiste aber trotz all dem von den wirklichen großen Massaker bekommt man nicht sehr viel mit. Es spielt auch sehr viel im Kopf auch des Zuschauers ab. Und man bekommt eigentlich erst das Massaker erst dann nach dem Geschehen auch erst zu sehen. Und da fliegen schon mal ein paar Gedärme rum, Köpfe rollen. Und das ist auf jeden Fall auch schön blutig dargestellt. Ja, es wurden auch einige CGI-Effekte verwendet, unter anderem auch mit Blutspritzern und auch eben eine Teilung eines Menschen. Und das schaut wirklich leider nicht wirklich gut aus, ist wirklich sehr schlecht gealtert. Und da muss ich sagen, das schaut schon wirklich sehr witzig aus, wie jemand eben dieser Körper eben dann langsam auseinanderfällt, aber halt wirklich mit extrem schlechten CGI dargestellt wurde. Ja, okay, auch die Gewalt natürlich gegen Frauen ist hier auch wirklich Bestandteil des Films und hier wird auch geschlagen, gefoltert, vergewaltigt, also hier wird auch alles schön draufgehalten, also wie gesagt, nicht jedermanns Geschmack ist dieser Film, ich für meinen Teil habe auf jeden Fall Unterhaltung gehabt und ja, der Film ist nicht ganz so gut wie Audition, fand ich jetzt, hat wirklich eine sehr schnelle Kameraführung auch gehabt und vor allem auch von der Story her nicht so wirklich überzeugend, man kann es auch recht schnell erzählen. Aber dieser komplette Film ist ein abgedrehter Actionfilm mit völlig überzeichneten Comicfiguren, kann man sagen, mit heftigen, gewaltübersäten Szenen auch hier und einem ja, eher belanglosen Ende, vor allem auch einen belanglosen Endkampf, muss man sagen. Und wie gesagt, der Film könnte ein bisschen kürzer sein und auch nicht jedermanns Geschmack. Itchy is the Killer ist auf jeden Fall trotz allem ein ansehnlicher Film, dem man sich mal eine Chance geben sollte, aber eben nicht so groß erwartet hat wie bei Audition. Und deswegen bekommen von mir jetzt Itchy is a Killer 7,5 von 10 Punkten. Das ist meine persönliche Meinung zu Itchy is a Killer von Takashi Miike. Und ich hoffe, ich konnte euch auch mal diesen Film mal schmackhaft machen. Oder auch nicht, das müsst ihr selbst entscheiden. Wie gesagt, dieser Film ist auch schon sehr speziell und könnte auch einigen die Magengrube umdrehen. Aber die, wo eben auf Gewaltfilme stehen, ist auf jeden Fall hier eine gute Unterhaltung
möglich. Das war's von mir mit Itchy is a Killer in der Review. Und jetzt seid ihr gefragt, wie fand ihr denn diesen Film? Habt ihr ihn schon gesehen? Und wenn ja, schreibt es in den Kommentaren, wie ihr diesen Film findet. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Video wieder. Bleibt bis dahin schön gesund. Tschüss mit Ö und... Thank you.